Austrian MTBO Days am Harzberg in Bad Vöslau ist ein nationales und internationales Mountainbike-Event mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Heute findet hier eine Mountainbike-Orienteering-Veranstaltung statt. Mountainbike-Orienteering ist eine Disziplin von Mountainbiken, wo es darum geht, im Wald Checkpoints zu finden. Und diese Checkpoints sind im Wald mit orange-weißen Lampions markiert. Jeder Starter bekommt am Start eine Karte mit diesen Checkpoints eingezeichnet. Und es geht darum, eben diese Checkpoints möglichst schnell anzufahren. Und das Spezielle aber und der Unterschied zu allen anderen Mountainbike-Rennen ist, dass die Route zwischen den Punkten selbst gewählt werden darf. Also es gibt keine vormarkierte Route, wie gefahren werden muss, sondern jeder Fahrer muss sich seine Route selbst überlegen. Am Start waren über 300 Biker und Bikerinnen von der Elite-Klasse bis über die Jugendklasse. Warum wurde das Event gerade jetzt veranstaltet? Das war eben jetzt dieser Zeitpunkt gut gewählt, weil in Pilsen in Tschechien zuvor ein Bewerb war, wo viele Leute sind und danach in Frankreich die Europameisterschaft. Und dadurch sind wir so in einem Loch drinnen, wo viele auch aus Australien und Neuseeland hergekommen sind. Einfach und die weite Reise auf sich genommen haben nach Österreich, um eben in Europa dieses große, breite Angebot an diesen Veranstaltungen zu nutzen. Für mich war es jetzt an und für sich am Anfang war recht gut. Einen super Start gehabt, aber dann habe ich leider am Schluss zwei Posten auslassen. Das war eine sehr schwierige Kurs, also sehr anspruchsvolle Kurssetzung diesmal und diesmal nicht so ganz entgegengekommen. Der Weg zum ersten Posten, der war eigentlich nur noch zum Fluchen. Also es ist so steil bergauf gegangen, nicht mehr fahrbar, nur noch Schirm und wenn man dann glaubt, oh je, das ist schon der erste Posten und jetzt geht es noch eine Stunde so dahin, da ist man kurz am Verzweifeln, aber nein, am Schluss hat es Spaß gemacht. Also es war echt, es ist eine tolle Gegend da, es ist ein toller Wald, macht extrem viel Spaß da zum Biken. Ich tue mir relativ leicht, weil ich fahre schon seit ich ziemlich klein bin, mache ich schon OL und deshalb tue ich mir auch nicht so schwer und ich fahre auch meistens 15 bis 17, deshalb tue ich mir jetzt bei der Herren 14 nicht so schwer. Aber diesmal fahre ich jetzt bei den Jüngeren mit und hoffe, dass ich auch die Rangliste gewinne. Was ist so besonders an dieser Sportart? In Österreich ist die Sportart sehr unbekannt und unser Ziel war es, diese Sportart ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, in den medialen. Und daher sind wir froh, sehr viele Medienpartner und auch große nationale Medienhäuser an Bord zu haben, um eben diesen Sport ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und das ganze Spektakel und die Sportart, die Faszination, die wir hier alle betreiben, ein bisschen auch anderen Leuten kundzutun. Gewonnen in der Elite-Klasse haben bei den Damen aus Frankreich Barlet Gaele und bei den Herren Kevin Haselsberger aus Österreich. I watch the sea reflecting the sky. It reminds me how time goes by. I see your face in my fantasy. With you is where